Irgendwie wären meine Füße nass. Will ich mal. Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blood Rune Nuzlocke. In der letzten Episode haben wir Island 1 erreicht, haben Pyro einfach aufs Maul gegeben, oder was war in der letzten Folge? Ich weiß gerade nicht, die letzte Folge ist ein bisschen her. Und wir werden nun uns auf den Weg machen nach Dingensberg, Feuerberg, Pyroberg. Na, Feuergipfel. Da ist denn der Berg? Ich muss mal nachschauen. Wo haben wir denn hier eine Karte? So. Blutberg, genau. So, dann gehen wir nach hier in 1 und 2. Hier kann ich mir, glaube ich, ein neues Pokémon fangen, falls überhaupt ein neues Pokémon vorkommt. Bin mir nicht sicher. 1 und 3 hier. Können wir noch nichts machen am Trainer haben. Bundbrücke können wir eben mit einem neues Pokémon fangen und in Bärenforst, falls ein neues Pokémon vorkommt. Wobei ich auf ein Raubtier oder sowas hoffe, weil ich bin um ein Smetpo. Ich bin ein Schmetterpo. Ja, Toxiklatte, denke ich mal. Die einiges reißen, wenn... Von hier kann man den Blutpaket-Nimmel rangesehen. Ja, das wäre voll cool gewesen, wenn es so ein 3DS-Remake gäbe und es wirklich so wäre. Boah, ist das so awesome. Starmie. Ich lasse es mal draußen. Oder? Ich weiß nicht, kann ich Starmie eine Psycho-Attacke? Ich weiß es nicht. Ich muss einfach nur Turbo drehen, das ist. Ja. Okay, ja. Ich weiß nicht, wie Schlamm was abzieht. Nicht genug. Okay. Sternschau, ja. Wenn es nur so. Wow, Starmie macht aber fetten Schaden dafür, dass es. Ha, vergiftet ist. Booyah, yeah. Dafür, dass es ein Spezial ausgelegt ist. Vielleicht ist es ein hartes Wesen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das macht nochmal Turbo-Dreher. Einmal klatschen für dieses Starmie. Dankeschön. So, Starmie K.O. Und Level Up. Auf 35, schön. So, ich glaube, ich werde auch wieder Queen Ball rausnehmen müssen. Wie gesagt. Du bist stark, oder? Naja, ja. So, hi. Das wird das wunderbar, schon willkommen. Und ich habe ja auch vor, wer auf meinem Kanal sieht, ist ja... Pokémon Weiß wurde ja inoffiziell angekündigt und ich denke, da werde ich auch eine Nuzlocke-Challenge dazu machen. Allerdings ist die noch nicht geplant. Also, ich weiß nicht, ob es eine Nuzlocke-Challenge oder eine normale Durch-Rush-Run und da kommt drauf, weil das mag ich schon mal sehr. Ironie! So, was mir auch mal fehlt, das wäre mal ein geiles Elektro-Pokémon zu haben. Keeper. Let's do it. Obwohl, na, ja, so wäre auch gut gewesen, aber. Akku-Knarre. Mit Kamos abziehen. Hier, das macht Schaden. Stärke. Eben, bevor Pokémon Weiß will ich noch eine andere Nuzlocke-Challenge machen. Einerseits deswegen, um Mitte zu feiern, andererseits deswegen, um zu zeigen, dass ich mich in meinen bald 2 Jahren wirklich verbessert habe, was von der Qualität hergeht. Und da will ich auch mal ein Projekt zu machen, das genau. An dem Tag kommt, an dem ich 2 Jahre Let's Player wurde. Und das ist natürlich welches Projekt? Ihr könnt euch denken, natürlich, es ist Minecraft. Spaß! Nee, das ist Pokémon Hardcore oder so, sehr wenig, nachdem ich die Edition nicht nehmen will. Und es geht mir langsam auf den Piss, dass dieses Simon meine Genauigkeit senkt. Das gefällt mir gar nicht. Hier, ich Bodyslam dich. Schön, dass es gibt, und hart bringt es ihn nicht, da mein. Keeperline, Dingens hat eine Fähigkeit, die Vergiftung aufhält. So, mit. Ich will zum Beispiel nachschauen, wie die heißt. Immunität, oder? Yes! So. Fighten hier! Warte, Moment, ich habe einen großen am Haken. Ja, ich wette, dass nur ein Baumstumpf oder so am Haken oder ein Carpador. Und hat. Ich wollte sagen, wenn es ein Carpador kommt, dann würde ich weinen. Goldini, da würde ich sogar gerne mal Chris benutzen. Vergiftet. Süß. Und, ja, genau wegen solchen Strapazen. Weil Chris ist dann in der Defensive doch etwas stärker. Und Goldini und Golkin können ja von sich aus keine Wasserattacken lernen. Wow, super Schal. Ja. Stirb an Gift. Goldini.
Nee, Goldini spricht so. Goldini. Entschuldigung, um zu sein. Ein Goldini, oh mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Ich auf keinen Fall. Blitzer! Oh, reicht nicht aus. Hornattacke. Haha, nicht mal 10, nee. Gerade mal 10 KP, ach, wie süß. Hier, schlitz dich auf. Heute gibt's Felicitas. Goldini. Ein Gold King. Los, Chris Schaufler. So, was kommt? Oh, lass doch Verwirrung. Das mir nicht gefallen. Hier, Stürbornschaufler oder auch nicht. Furienschlag, geh daneben. Das gefällt mir stark. Durchbruch! Und tschüss. Ah, Goldkin geht in die Knie. In die nicht vorhandenen Knie. So. Okay. So, los. Schlitz es auf! Heia! Mach einen Volltreffer, Chris. Na, dann hat das nicht. Und Probenschlag 4, nochmal 4. Wow, 8 KP, du bist stärker als nichts. Schaufler. Jo, leichtes Matchup für Chris, da der Gegner keine Pflanzen. Wasserattacken beherrscht, das ist ein relativ einfacher Kampf. Und tschüss. Ja, oh oh. Du Arsch! Sowas tut man nicht. Level up! Yay. So, Angriff und Verteidigung schön und dreiwertig gesteigert, das ist sehr schön. Noch ein Gold King. Ich wechsle mal sicherheitshalber mal auf. Und Keeper. Denn ich will nicht, dass mein armes Landama dahin scheidet. Und Attacke, ja. So, ja, Stärke. Njum. Vernichtet eiskalt. Ich habe ein Knight verloren. Tja. Noob bleibt noobt. Noobt? Ja, Noob bleibt noobt. Genau. So. Ich fahr mal zurück. Wir brauchen den Schutz an. Ich denke mal ja. Denn wir können uns ja gerade heilen. Blutterme. So. Ich finde es auch interessant, dass wir mit dem Kleinen ins Wasser gehen. Wir müssen bedenken, dieser alte Mann und dieser ältere Herr sind nackt. Wenn er jetzt mit hinein geht, dann werdet ihr Dinge sehen, die ihr niemals sehen wollt. Jedenfalls nicht in so jungen Jahren. So. So, wir surfen wieder mal nach Norden. Wir haben doch keinen Schutz, bemerke ich gerade. Ein Tentacher. Ach, ich würde sogar einen Tentacher haben, aber leider geht's nicht. Geheim Power. Stirb. Tentacher. So gerne den Tox, aber ich habe sowieso noch einen Turtok. Und einen Labras auf Reserve. Also, I don't need it. Lootberg. Wir können ja Explosion lernen, aber natürlich werde ich diese Attacke meinem Pokémon nicht beibringen. Also reden wir versuchen jetzt wieder an, ich hatte wieder wie die Vorstände reden, muss ich ja irgendwo sein. Was zur? Du bist weg, verschwinde! Ich frage mich gerade, also die Trainer werde ich mitnehmen, aber Labrados werde ich mir nicht fangen wollen. Einfach nur deswegen, weil ich sowieso vorher einem Pokémon begegnen werde und da ich von den legendären Flügeln gleich mit Zapdos fangen will, ich hatte Arctos vor, aber da ich Labras habe, brauche ich kein Eis-Pokémon mehr. Und Zapdos wäre ziemlich interessant, weil 50 ist und schon ein Elektro-Typ hätte, weil Elektro-Pokémon wäre ziemlich praktisch, da Rexto. Naja, ich sag mal freundlich, er ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Er ist das Weiße, das niemand will. Knuffe. Hier! Ich reg mich nicht auf. Und falls ihr gerade einen Staubsauger gehört, dann sorry. Aber hier wird direkt gesaugt. Juhu! Eine Top-Genesung. Warum kann sie so einen Müll leisten? Du sollst gefälligst keine Top-Genesungen kaufen, sondern hier das Geld aufbewahren, damit ich die mehr abkassieren kann und hör auf mit der Stachelspur, du blödes Ding. Ich hasse den Moment noch so sehr. Ah, wohl, Satzini wäre auch ein geiles Pokémon gewesen. Oh, Satzini, ja, cool. Satzini wäre geil. Rasierblatt, oh. Bitch, please!
Oh, 10 KP, wie süß. Hier, das ist ein Attack. Joy Power! Boom, Body Slam. Tot. Ja, es ist tot! Nicht besiegt, es ist tot! Tot, vernichtet! Eiskalt gekillt! Jawoll! Entschuldigung, diesen Ausflipper, aber ich habe schon zwei Pokémon hinter mir, die gestorben sind mit Volltreffer, das ist sehr schön. Warum trifft jedes dieser verpiepten Pokémon mit Stachelspore? Kann mir das einmal erklären? Oh Mann. Juhu, Säure. Wow. Meine Verteidigung. Schön. Geheim Power. Tschüss. Und Level Up. Die Werte steigen rapide an, das gefällt mir sehr. Und noch ein Duplo, oh yeah, da freue ich mich einen Keks über hier Geheim Power. Vielleicht paralysiert es ja. Es kommt im Leben alles zurück, kann das sein? Wobei ich wurde schon 4 oder 5 Mal paralysiert, das ist. Säure. Also wenn das mit der Paralyse so weitergeht, in den nächsten Kämpfen auch, dann komme ich hier nicht wirklich vom Fleck. Möchte ich mal anmerken, aber egal. So. Ach, mit dem Leben. Lol. Noob. Was ein Noob. Volltreffer, yeah. Hätte du vorher machen können, Slan, aber egal. Yeah. So, verreckt, du blöde. Gut, los. Das ist schon gut. Ja, wer lame spielt, der bekommt es auf die Finger. So, könnte die Magma vorkommen? Das wäre ziemlich krass. Oder kommt die Magma überhaupt vor? Ich weiß nicht, aber jo, benutzen wir mal. Der letzte Pokémon ist ein Flinch. Ja. Verdammte Regeln. Ich darf mal kein Pokémon mehr fangen. Danke, Spiel. Wenn jetzt kommt, das voll das geilste Pokémon hier. Wetten. Wenn jetzt kommt, voll das geile Pokémon. Hallo? Ja, es kommt überhaupt kein Pokémon. Das ist doch. Okay, es kommt eins. Was wir hätten nie Mittag haben können. Also, wir hätten es nicht haben können, weil wir schon einen harten Tag haben. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Wir hätten nie Mittag. Hallo? Da kann ich flüchten? Ich glaube ja nicht. So. Das ist ein. Wow, Level 38. Ich weiß, dass ich offscreen leveln werde. Spieltrick. Ein kleines, fieses Video. Fliegen. Ja, verfolge mich ruhig. Wäre vorher effektiv gewesen, das Slime-Aktion aussetzen, aber egal. Dieses Vieh hat es gerade überlebt. Ist überlebt. Dieses Vieh. Nein. Fliegen. Da, bin ich hoch empor. Spieltrick. Boah, ist denn das die Möglichkeit? Drecksvieh. Ja, schmeckt meine Geheimpower. Stirb dran! Boom! Volltreffer, gut gemacht, so. Auf mein Taubos ist Verlass. Ja. Heilrunde. So, du Stück mir gefällt sie nicht weg. Ich werde jetzt hier auch nur die Trainer mitnehmen, damit ich mich auch von ihr verpieseln. So, du hast sicher kaum Pokémon, komm her. Ich habe hart trainiert, damit ich von Liebeskummer gewinne. Sind mich zumindest körperlich gestärkt. Hey, yo! Und ich bin ein Junge, verdammt, ich werde sterben. Okay, das Mühlenmädel Nora. Nora, okay, schöner Name. Mit einem Nocturne, das, naja, ich denke mal, nicht so viel ausrichten kann. Aber sicher, ich habe auch nur Säure. Autsch. Na, du bist mir aber eine, ne? Du bist mir eine nette. Himmel, jo. Mach noch bessere Attacken, Kumpel. So. Einfach mal, weil ich weiß, dass ihr noch einen Kickli haben wird. Icy, jo. Coin Ding. Säurepanzer. So, es macht mega, ich komme noch Schaden, Himmel braucht nicht, jetzt kann er noch mit Icy Schaden machen und sein letzter Attack ist womöglich Feuerschlag. Also, ich muss sagen, ich kann echt Feuer sehen. Wobei, wenn mich dieses Vieh verbrennt, dann ist es nicht gut, dann sind wir verlangsamt mit 50%, das gefällt mir nicht, dann hör auf mit deinem Feuerschlag. Wobei Icy wäre fies, dann würde ich einfrieren, aber egal.
Komm, vergift, jawoll. So gefällt mir das, wenn es stirbt am Gift. Verrecke elendig. Wie mein Name ist gerade. Oh Gott. Oh mein Gott. Wer sagt, noch ein Nocturne? Ihr wollt mich halt verarschen. Hippie. Das dachte ich mir. Ich habe meine Verteidigung um 4 Stufen gesteigert. Das heißt, du bist vergiftet. Das heißt, du kannst mir kaum noch Schaden machen. Auch wo ist Hilip stärker als mir mit Step? Ja, mit Step und Step. Oder? Hier bin ich bei der Stärke von 85. Plus Step minus nicht Step, ich mache 85 wieder. Bei mir hat die Stärke von 80, oder? Ich glaube ja. Also mit dem Himmel müssen wir noch mehr Schaden machen. Und das Knopfchen Eiskraller vergift direkt. Ja, ja, Slimer ist der Oberkiller hier. Ich denke, ich habe es viel betrieben. Ja, ein wenig, ne? So. Und ich möchte ja auch mal wieder mein armes Slimer keilen. So, ich denke nur Princess hinterher, aber das ist nicht so schlimm, weil Princess wird sowieso aus dem rausgenommen. Sobald sich etwas Besseres dafür eignet, und ich glaube, oh, da ein Item, das möchte ich gerne haben. Nämlich, Angriff plus, boah, naja. Mein Magen knurrt, das tut mir leid, ich habe seit ein paar Stunden nicht mehr gegessen. Oh, ein Galoppa! Entschuldigt diesen Moment, aber das muss ich sagen. Oh, ein Galopper haben wir auch bald. Für den Bodycheck konnte wehtun. Aber nicht auf mein starkes Zombie, dass ich jetzt eiskalt mit einem Surfer wegsurf. Adios! Das ist die perfekte Welle! So, ich denke mal, das wird auch eine bisschen längere Folge, die hier. Denn ich will noch einen Trainer mitnehmen. Nämlich den Camper da. Upsala. Nämlich diesen Camper hier, der uns komischerweise von hier aus sieht. Die Augen. Ein Vulkan geht als aktiven Ausbrüder, so kurz vor dem Ausbruch steht. Ja. Interessant zu wissen. Ah, du bist ein Ranger. Noch schlimmer. Björn. Bist du Schwede? Ein Owei, danke. Wobei, das könnte ziemlich fies sein, jetzt Konfusion kann. Ah, ich bin schneller. Flamba, tschüss. Wobei, Owei kannst du überleben. Wollte ich schon sagen, das ist dann vom gleichen Level wie mir und vergeht bedacht. Ich lache nie mehr deinen Gegner aus, dann kommt immer solch eine Grütze. Ja. So, stirb am Gift. Das ist nicht. Gut, dann merke ich mal auf. Ich denke mal, der Kerl hat auch einen Kokowal. Oder noch einen Owei. Ich finde es mal was mit Fliegen. Alter, wollt ihr mich trollen? Wollt ihr mich trollen? Stirb dran, eiskalt. Tschüss. Bye bye. What? Warum? Warum? Warum können die alle Stachelspuren? Warum trifft es immer? Wenn ich benutze, trifft es nie. Oha. Meine Herren, ey. Paralyse wurde geil, juhu. Oh, Konfusion, na wie süß. Soll dein Pokémon Psychokinese beibringen, Kumpel, ja, ruft die Tschüss, bam. Spiel gleich gemacht, haha. Es trifft sogar die Bezeichnung Loop sogar richtig, weil es sind mehrere Pokémon gewesen. Genau wie Kokowai. Kokowai ist auch eines der coolsten Pokémon der ersten Generation, ich finde, weil es zählt sich an. Eines ist happy, eines ist zugedröhnt, das andere ist ein bisschen ernst für die Gruppe. Finde ich cool. Und es überlebt. Wow, Level 40. Wow, Kumpel, nein. Flügelschlag, tschüss, Kauwau. Kauwau. Das ist ein Wort. Ich könnte nicht mal zu Lavados gehen und sagen, eiskalt töten, aber. Nee. So heiß, ich hatte einen Schweißausbruch. Oh, wir bekommen Geld. So, hier liegt ein Liebeball. Ha, wusste ich's. Gut, dann kommen wir von hier weg. Super. So. Dann gehen wir im nächsten Ball noch nach Süden. Dann nach einem 2 und dann nach einem 3. Jo, guter Plan. Und da die Bluttherme offiziell nicht als Pokémon Center gilt, darf ich mich heilen. Ich verletze nicht meine Regeln, denn wenn sonst, würde ich in die Regeln schreiben, nur eine Heilmöglichkeit pro Spiel. Pro Spiel, das wäre voll viel. Soll ich mir am liebsten jetzt nach Orania City gehen und meinen Ponita abholen, aber das geht leider nicht.
Ich will mal schauen, wie viele habe ich im Pokédex? 37, ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte von. Sprich, mir fehlen 60 Pokémon, also ich brauche 60 Pokémon für den Nationaldeck. Und da denke ich, diese Nationalstand nichts. Sprich, die Top 4 wird, denke ich mal, unser Ende werden. Also, wenn sie bringen uns alle unsere Pokémon um, aber das ist was anderes. Egal. Leute, das war's mit Pokémon. Smaragd, würde ich schon sagen. Smaragd. Ja, ich habe zu viel Smaragd genommen. Nochmal. Das ist ein Pokémon Bloodwing Nuzlocke von heute und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin.